Hi ho, hier ist wieder Johannes. Wieder ist eine Woche vergangen und der Videoblog steht an. Schon mal vorweggenommen, ich habe ein paar wunderschöne Fotos gemacht. Die werde ich auch noch zusätzlich mit hochladen. Und ja, was ist die Woche passiert? Man könnte sagen, nicht so viel. Man könnte sagen, ein bisschen was. Also ich würde sagen, der Alltag ist eingezogen. Uni geht ihren ganz normalen Gang, also ich gehe zu meinen Vorlesungen. Ich mache Sport und das Problem ist, dass viele, die in Pfandorf wohnen, also von meinen, ich würde jetzt noch nicht sagen Freunden, aber mit den Leuten, mit denen ich mehr mache, bei denen sieht das natürlich ähnlich aus. Also die werden, die haben am Tag auch ihre Vorlesungen, die sie besuchen müssen und so. Müssen sich natürlich auch ein bisschen auf die Uni vorbereiten und von daher macht man tagsüber natürlich nicht so viel. Und abends fällt es dann eben weg, dass man sich zusammen hinsetzt und kocht zusammen und so. Und von daher habe ich den Entschluss gefasst, dass ich höchstwahrscheinlich nochmal umziehen werde nach Pfandhoft. Und einfach nur um diesen sozialen Faktor eben zu verstärken. Ja, und ansonsten bin ich jetzt, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, Fotograf oder ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Und das ist ganz cool, denn das muss man nicht so oft im Monat machen, das sind nur so 3-mal im Monat. Und es gibt immer 2 Fotografen pro Event, einen, der schon ein bisschen erfahrener ist und einer, der ein bisschen was lernen möchte oder kann und vielleicht noch nicht so erfahren ist. Und von daher sehe ich das Ganze eher so als Chance an, ein bisschen über die Fotografie zu lernen und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Und zusätzlich bin ich jetzt auch noch Barkeeper in diesem studentischen Kulturhaus, also akademisches Viertel. Und ja, das mache ich also mindestens 4-mal im Monat. Ich muss mal gucken, wie es mir gefällt. Wenn es mir besser gefällt, dann mache ich es natürlich häufiger. Heute Abend habe ich meine erste Schicht. Also mal schauen, wie es wird. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Also Leute kennenzulernen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und so. Und ja, mal schauen. Ja, ansonsten ist nicht so viel passiert. Am Donnerstag war ein Geburtstag von einem Kumpel. Da bin ich dann nach Pfandhoft gefahren. War ganz schön. Viktor ist 25 geworden. Ja, hatten wir eine kleine Party. Und Freitag und Samstag habe ich dann nicht mehr so viel gemacht. Da habe ich dann ein bisschen was für die Uni gemacht. Und gestern, also der Sonntag, da haben wir eine kleine große Tour gemacht. Und zwar waren wir wieder wandern. Und insgesamt waren es ungefähr so, ich würde sagen, 16, 17 Kilometer. Ja, hat saumäßig viel Spaß gemacht. Das Wetter war der Hammer, also lag überall Schnee und die Sonne, also ist echt schön gewesen. War auch wie so ein kleines Abenteuer, weil manchmal war es ein bisschen rutschig und so. Und ja, war auf jeden Fall eine coole Tour. Ja. Und ja, ansonsten ist nicht so viel passiert. Ich habe ein bisschen mit ein paar Leuten geskypt und ja, ach genau, in 2 Wochen gibt es einen Ausflugstag, der angeboten wird. Und zwar kann man da, das ist in einer halben Stunde entfernt, das ist ein Skigebiet. Und das ist eine Eintagestour. Und weil ich ein bisschen das verplant habe, mir noch einen Platz zu sichern, habe ich da keinen Platz mehr bekommen und habe dann nochmal nachgefragt, ob vielleicht nicht irgendwas möglich wäre oder so oder ob denn wirklich schon alle ausgebucht sind. Und da wurde mir zurückgeschrieben, dass wirklich schon alle Plätze weg sind, aber die suchen noch Skilehrer und Snowboardlehrer und ob ich denn nicht Interesse hätte. Und ich, der ja schon 3-mal Snowboarden war, habe mir dann gedacht, ja klar, bevor du überhaupt nicht mitkommst, tust du einfach so, als wenn du voll der Pro bist und ja, ein bisschen was kann ich ja. Ich kann ja auf dem Board stehen und ja, ich soll denen dann nur so einen halben Tag über ein bisschen was beibringen, also 2-3 Stunden, ein bisschen die Basics und das glaube ich kriege ich auch noch hin und von daher, ja, komme ich da jetzt auch mit.
mit durch glückliche Umstände. Ja. Das war's soweit. Alle die Bock haben, also Skype natürlich schon ein paar Leute mit mir, aber tja, wer möchte, schreibt mich einfach an und ich denke, man wird schon einen Termin finden. Und ja, das war erstmal wieder das Video und wie immer, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, zum Beispiel mehr Fotos von der Natur, kann ich natürlich nicht versprechen, weil ich bin ja nicht immer wandern. Oder mehr Fotos von der Stadt oder sowas, dann schreibt es einfach in die Comments. Und ja, wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt, dass die Fotos nicht schön genug sind oder so, oder dass ich zu viel Kacke labe im Video, dann schreibt es einfach hin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder nächste Woche. Ne? Tschüss, euer Johannes.